Die Verbindung zwischen Baseball und Bier lässt sich mindestens auf den Anfang des 20. Jahrhunderts und Jacob Rupert Jr. zurückführen, der sowohl eine Brauerei als auch die New York Yankees sein eigen nannte. Rupert bekleidete viele Ämter in seinem Leben. So war er Oberst der Nationalgarde und Kongressabgeordneter. Für die heutige Zeit ist er wahrscheinlich als Namensgeber des Rupert Park am relevantesten, der sich auf dem Grundstück der ehemaligen Familienbrauerei erstreckt. Jacob Rupert Jr. wurde 1867 in New York in einer Familie bayerischer Herkunft geboren. Im selben Jahr eröffnete sein Vater die Rupert Brauerei im Stadtteil Yorkville in Manhattan. Jacob Rupert Jr. prägte die Geschichte New Yorks. Er diente in der Nationalgarde und stieg rasch in dem Rang eines Oberst auf. Nach der Entlassung aus der Armee wurde Rupert in 4 aufeinanderfolgenden Legislaturperioden zum Abgeordneten des 15. New Yorker Kongresswahlbezirks gewählt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kongress im Jahr 1907 kehrte Rupert nach New York zurück und half im Familienunternehmen. Kurz nach dem Tod seines Vaters übernahm Rupert die Leitung der Brauerei und wurde gleichzeitig Präsident des US-amerikanischen Brauereiverbands. 1915 erwarb Rupert mit einem Partner das Baseballteam New York Yankees von den ursprünglichen Besitzern. Er rückte das Team ins Rampenlicht, als er 1919 Babe Ruth von den Boston Red Sox abkaufte. Einige Jahre darauf erbaute er das Yankee Stadium. Bis zu seinem Tod im Jahre 1939 war er 25 Jahre lang Präsident des Baseballteams. Fast 100 Jahre nach der Firmengründung wurde die Rupert Brauerei in Yorkville geschlossen. Auf einem Teil des Geländes wurden die Rupert Towers errichtet. 1979 ließ das New Yorker Stadtbauamt neben den Hochhäusern den Rupert Park erbauen. 1983 verkaufte die Stadt das Gelände an einen Bauträger unter der Auflage, den Park 25 Jahre lang, also bis 2008, zu belassen. Angesichts der Gefährdung des Parks durch die städtebauliche Entwicklung und drastische Probleme bei der Instandhaltung des Geländes taten sich die Bewohner der umliegenden Viertel im Jahr 2009 zusammen und kämpften erfolgreich für die Erhaltung des Parks. Heute erfreut sich der Park großer Beliebtheit in Jacob Rupert Jr.'s Upper East Side und erinnert an die deutsche Vergangenheit von Yorkville.